Super, Sie haben Ihr Ziel gleich erreicht. So, unser Camp, unser Rainbow Camp steht. Mehr oder weniger. Boah, krass. Nicht schlecht. Wie hoch kriegst du das damit? 10 cm? Sieht so aus, 15, ne? 15 ungefähr. 15? Wow. Mann, das ist doch der absolut echte Traum hier. Ich schicke jetzt sofort mal die Drohne hoch, damit ihr das mal genau mit mir genießen könnt. Irre, oder? In a world of flames of cold, we weave tales in lights bold, crafting worlds with keystrokes, finding pixels and bites, our story shines. Selbst bei Sturm wird hier gegrillt. Das ist echt der Offroad-Einsatz. Gibt's heute Fernsehen. Ja. Die Krümel und dann die Offroad sitzen sie in der ersten Reihe. Tada! Ich bin jetzt eigentlich immer noch Billy oder... Kuba, den kennst du doch. Der Kuba freut sich. Der kennt dich schon wieder. Grüß dich. So, das ist schon ein bisschen tricky hier. Sieht steiler aus, ist steiler als es im Film aussieht. Ja, ganz knapp. Boah. Schaut euch das mal an hier, Leinwand und das beste Publikum, was man sich nur denken kann. Wir machen Vorpremiere, morgen kommt das neue Krümel-Video raus und wir haben jetzt mal geguckt, ob es gut wirkt auf die Hardcore-Fans.
Also gestern haben wir hier erstmalig was Kritisches erlebt. Das war echt nicht lustig. Wir saßen alle zusammen da im LKW von dem Dundee Offroad und haben unsere Videos geguckt, habt ihr ja gesehen. Auf einmal hörte man ein komisches Geräusch draußen auf der Treppe und eine Hand im Fenster oben gesehen. Und obwohl wir drinnen ziemlich laut waren und ja mit 5 Personen da drin saßen, wir haben die Tür aufgemacht und der Dundee hat ja diese Treppe so da raus und da stand ein Typ drauf, schwarz gekleidet, ich würde sagen 35 Jahre alt, ganz gut gekleidet, Stadtschuhe an und wollte da rein. Er wollte uns kennenlernen und wollte Freunde machen und er war nicht zu bewegen, er ging auch nicht von der Treppe runter. Und dann bin ich dann runter und der Andreas hat versucht mit dem zu sprechen über die App. Aber den wollte, er wollte wissen, wie viele Leute wir hier sind, also komische Fragen. Und ich denke, er war irgendwie so ein Spanner. Und dann bin ich rüber, hab einen Kuba rausgeholt, eine Leine genommen. Und Kuba ist ja relativ aggro, wenn der Fremde sieht. Er hat gebellt und hat ihn erstmal nicht beeindruckt. Erst als er dann richtig mal böse gebellt hat, war er beeindruckt. Und dann haben wir ihn aufgefordert zu gehen, was dann nach langem Machen auch der Fall war. Und er hatte da oben auf dem Feld im Dunkeln stand sein Auto, echt krass. Und dann ist er mit dem Auto weggefahren. So, Coco und ich, wir sind ins Bett und Gott sei Dank, wie ihr seht, haben wir Leiter und Podest und die Jungs alle ihre Stufen reingemacht. Und ich wollte gerade ins Bett gehen, da höre ich wieder ein Geräusch in unserem Auto diesmal. Und in dem Moment, obwohl wir bis oben hin die Fenster zu hatten, guckte da einer rein. Da hat er sich unsere Leiter genommen, hier angestellt und wollte oben rein spannen, ob wir da im Bett liegen oder weiß der Teufel was machen. Da habe ich geschrien und ist er abgehauen. Dann sind wir noch ihm nach bis zum Feld und dann haben wir das Auto wegfahren sehen. Aber richtig, richtig geheuer war es das nicht, ne Wolfgang? Nee, so, ein komischer Typ. So ein Arsch. Also, das war seltsam. Aber der war wirklich, also wenn ihr hier hinfahrt, ich würde hier nicht allein stehen wollen. Der kommt ja irgendwie aus dem Dorf, denke ich mal. Also von weit kommt der nicht. Ja, ja. Er hatte so Stadtsachen an, ne? Also ich würde maximal mit 2 hier stehen wollen. Alleine würde ich mich nicht hier hinstellen. Ja, war schon spooky gestern. Ja, nicht nett. Aber ich habe trotzdem gut geschlafen, doch? Ja. Ich war auch müde. Ja, das stimmt, du warst ja auch durch. So, wir gehen jetzt mal eine Runde auf den Berg. Faded photographs with worn out edges. Memories etched in the corners of my mind. Whisper laughter and secret share. Those days of innocence forever we bind. Some nights filled with endless laughter, running wild under the starry sky above. Captured moments frozen in time. So, da unten ist unser Camp. Müssen wir ja leider heute aufgeben. Ich wäre gerne ein paar Tage geblieben. Mal schauen. Wir laufen jetzt hier durch die Berge. Das ist nicht hart, das ist ein bisschen weich. Man sinkt ein, aber nicht viel. Und das bei so einer Aussicht hier. Boah. Geht schon ordentlich hier runter, dann kriege ich ja wieder Angst. Aber schaut mal, wie auf dem Mond. Ich glaube, Kuba ist lieber im Wald. Den letzten Platz, den fand er mega. Wir sind den Burggraben wieder am Aufheben, aber so stand meine Leiter, die ich unter den LKW gelegt hatte, da und der Typ da drauf und guckte oben auf einen 2 cm Schlitz bei uns ins Bett. Dieses Arsch. Hat Glück gehabt, dass wir nicht gekriegt haben, ne? Guck mal. Der hat's in die Augen ausgekratzt. Leute, schaut euch's an. Unsere Marketingkampagne lebt. Ich will nicht kleben. Denn die Offroad. Wo machen wir den denn hin? Hier unten? Nein, eine höher, dort geht kaputt. Eigentlich muss ich jetzt diese Szene filmen, das ist so geil. Das ist typisch Frau, die sagt, mach du, soll ich dein tun? Nein, dein. Das ist wie bei uns. Also, liebe Krümels, ihr habt jetzt die Ehre, euch als allererste auf unsere jungfräuliche Tür zu verewigen. Und ich bin ein totaler Aufklebergegner. Das ist schon eine totale Ehre. Fahrt nicht zu schnell durch das Loch.
Westlich im Berg, genau. Nicht, dass ich sie noch holen muss. Der westlich im Kopf hat, der muss ich Bein haben. Ne? Vor allem, es geht nur durch das Loch. Wenn du in dem Loch da auf der Seite liegst, komme ich nicht mehr nach Hause. Ja. Danke für das Mitdenken. Also, follow the flow. Go with the flow. Follow the flow ist auch nicht schlecht. Ja. Temperatur. So, da sind sie weg. So, der nächste fährt, das ist echt schade. Wir wollten ja ein bisschen länger stehen, aber wegen dem komischen Spanner fahren wir jetzt heute schon. Ja, ist spooky hier. Außerdem ist es auch heiß und windig. Ja. Aber sonst atemberaubend. Zum Gucken ist es super. Atemberaubend. Ja, ja. Ja. Wir suchen uns jetzt so ein kälteres Plätzchen, Allemann. Ja, und ich gehe jetzt Schlösschen gucken und dann mache ich mich Richtung Mittelmeer. Ja, gute Fahrt und schöne Grüße daheim. Ne? Ja, danke schön. Die Aussicht ist aber schon mal gut, ne? Ja. Naja, ja, erstmal gucken. So, hier ist Güllineck. Das ist komplett weggebrannt. Ein paar Häuser stehen noch. Wir dachten, wir können hier stehen, aber ich glaube nicht, dass ich Kucke begeistern kann dafür. Aber mal schauen. Super lieben Türken, es gibt nur noch ein Haus in Gaykpinar, was bewohnt ist. Einwohnerzahl 7. Die anderen Häuser sind wohl bei einem Brand kaputt gegangen und die Leute sind weggezogen. Und ich habe sie gefragt, ob es okay ist, wenn wir da übernachten. Sie fand es super, alles gut. Welcome. Ja, so freut man sich. Hier stehen wir jetzt in den Ruinen und schauen uns die an. Viel übrig geblieben ist nicht, glaube ich. Denke mal, so sahen die Häuschen in den 60ern hier aus, als sie noch gelebt haben. Eine Milchkanne. Haus Nummer 3. Sieht fast so aus, als würde noch mal jemand wiederkommen, ne? Pass auf, dass dir da nichts auf den Kopf fällt. Wo soll ich reingucken? Schon sehr spooky hier. Schatzsucher Tom. Ich glaube, wir müssen aufstehen. Der Weckdienst ist da. So, hier wird ein bisschen Walnuss gefrühstückt. Schäfer ist leider weg. Ich wollte den fragen, wie das hier mit dem Dorf, ob der hier gewohnt hat und so, aber... Tschüss. Also ich habe gelesen, 2007 gab es hier noch 7 Einwohner. Ich glaube, dann ist nochmal irgendwie was mit Feuer passiert, was die letzten Bewohner aus den letzten beiden Häusern vertrieben hat. Jetzt gibt es eigentlich keine Bewohner mehr, außer temporär 2 Bewohner plus Hund. Ja. So, Kuba, wo geht's denn jetzt weiter? Hm? Du warst doch schon mal hier. Mal gucken, ob es da einen Rundkurs gibt. Oder ob wir gleich wieder zurück müssen, ne? Keine Ahnung. Da unten, wo die Häuser stehen, da steht auch irgendwo der Krümel. Da müssen wir wieder hin. Da steht er ja. Versteckst du dich?
Huch, was ist denn da passiert? Leute, echte Katastrophe. Schaut euch das mal an. Es ist nicht so, dass mein Friseur statt 18 mm wie abgestimmt aus Versehen 8 eingestellt hat, sondern ich habe gedacht, hier in der Türkei ist es heiß, da braucht das Gehirn Luft. Kuba findet es auch irgendwie komisch. Also, das Thema ist folgendes. Ich wollte nicht mehr zum Friseur, weil die meistens nicht kurz genug schneiden. Aber mein neuer Friseur da unten, der hat es jetzt definitiv übertrieben. Egal, wächst. Aber so schlecht ist es doch gar nicht, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob ich es lang oder kurz besser findet. Also ich finde es ein bisschen länger schon cooler. Hallo zusammen. Ja, gestern haben wir nochmal mit Jürgen und Janette aus dem Max hinterm Horizont telefoniert. Die sind gerade in Konya. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, Konya ist quasi das Auto-Mekka der Türkei. Dort gibt es hunderte von Werkstätten, die alle nebeneinander sind und die können eigentlich jedes Teil nachproduzieren und das Ganze für einen echt kleinen Preis. So, wir haben jetzt beschlossen, da auch hinzufahren. Der Jürgen hat da einen netten Kontakt. Wir werden dann jetzt Anfang nächster Woche da aufschlagen und alle die Teile von Krümel tauschen bzw. schweißen, reparieren lassen, die es jetzt noch hinter sich haben, dass er dann wirklich in Topform ist. Ja, guter Tipp von Max hinterm Horizont. Vielen Dank für die ganze Unterstützung von euch beiden. Und ich bin gespannt, ob es wirklich so reibungslos klappt und was es dann am Ende auch kostet. Aber wir werden berichten. Morgen! Neuer Tag, neues Glück. Wir haben uns jetzt ein bisschen ausgeruht. Wir haben eigentlich die letzten Tage nichts gemacht. Wir standen hier an so einer kleinen Geisterstadt schon wieder. Naja, Geisterstadt nicht, aber an den Ruinen von einer kleinen Stadt oder einem kleinen Dorf. Und jetzt geht es weiter nach Polatli in die Nähe von so einem Museum. Und da wollen wir uns dann einfach noch weiter ausruhen. Fuck, jetzt sind wir mitten in der Wüste. Und es ist mega heiß. Kein Wind, aber sieht cool aus hier. Cool aussieht schon. So ein bisschen wie in Mexiko. Mal gucken, dass wir uns hier irgendwo zwischen den Bäumen verdrücken können. Guten Morgen. Kuba und ich, wir sind heute um 6 Uhr aufgestanden. Das ist die einzige Zeit, ist zwischen 6 und 8, wo man hier vernünftig wandern kann. Und wir laufen jetzt mal los und schauen uns ein bisschen hier die Gegend an. Na Kubi, da steht der Krümel, wie ich finde, auch wieder ausgezeichnet. Guck mal, da oben steht die Kucke, um diese Uhrzeit schon aus dem Bett gefallen. Was ist denn los? Das ist eigentlich meine Uhrzeit. So, wir fahren nochmal 100 Kilometer weiter Richtung Konya. Hier war es sehr schön, aber auch sehr warm. Nicht zu sagen heiß. Ja, wir müssen ja in die Werkstatt. Wir wollen in die Werkstatt. Müssen wir eigentlich nicht. Ja, coole Piste hier. Piste hier. Ich finde die geil. Leider hat die gute Hausfrau wieder vergessen, das Fenster zu putzen. Deswegen sieht man jetzt leider nichts. Das nenne ich mal gut eingeparkt. Besser konnten wir den Platz hier nicht ausnutzen. Weiter nach hinten geht auch nicht, aber so haben wir ja einigermaßen Schatten. Sehr cool. So, jetzt haben sie uns erwischt.
Und sind wir verhaftet? Ja, so halb. Nee. Die waren sehr, sehr nett. Die sind nur alle immer besorgt wegen Waldbrand. Ja, verständlich. Und als ich gesagt habe, bei dem Wetter werden wir nie ein Feuer machen, wegen waren sie beruhigt. Und als ich gesagt habe, wir fahren morgen wieder, waren sie auch beruhigt. Ja, alles klar. Kuba hat ein neues Hobby. Moin, moin. So, wir fahren jetzt weiter. Hier standen wir zwar ganz gut, weil schattig, aber wir wollen ja nach Konya und haben noch eine kleine Planänderung. Ich habe seit einer Woche Probleme mit dem Darm. Ich will jetzt doch mal zum Arzt und gerade habe ich mit Osman telefoniert. Osman ist ein Türke, der in Konya lebt und Deutsch spricht. Und der wird mir helfen, dort am Montag einen richtigen Arzt zu finden und gegebenenfalls zu dolmetschen. Ich finde das irre, was dieses Land hier an Gastfreundschaft auf die Beine stellt. Ich habe ihn auch noch mal gefragt, willst du da Geld haben? Nein, nein. Ihr seid unsere Gäste, wir müssen uns darum kümmern, dass es euch gut geht, ist dann die Antwort. Außerordentlich, finde ich, da könnten wir uns als Westeuropäer wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Boah, die Fliegen sind widerlich. So, jetzt geht's aber los. Drückt die Daumen, dass das mit dem Arzt, dass nichts Schlimmes ist, aber ich glaube nicht. Antibiotikum und fertig. So ist bis jetzt meine Haltung dazu. Ja, dann wird der Krümel repariert und der Tom. Und dann seht ihr auch mal, wie das ist, wenn man im Ausland zum Arzt muss. Das ist geil. So, wir sind in Konya. Wir haben ein illegales Plätzchen gefunden, möchte ich, aber mal gucken, wo wir da hinkommen. Oberhalb von Konya, guckt euch das mal an. Das ist doch der Kracher hier, oder? Aussicht ist schon mal gut. Hm? Die Aussicht ist schon mal gut. So, falls wir nicht verjagt werden, ist das echt schön hier. In your eyes, I find my peace, a love so sweet, it won't decrease.